Nichts hat der Eurozone in den letzten 20 Jahren mehr geschadet als das deutsche Lohndumping. Zur Erinnerung, Gerhard Schröder legte Anfang der 2000er Jahre die Agenda 2010 auf, welche massive Sozial- und Rentenkürzungen vorsah. Dies sollte Druck auf die Löhne aus der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportindustrie erhöhen. Und das funktionierte auch. Die deutschen Exporte stiegen, während die Importe ungefähr stagnierten. Die Binnennachfrage stagnierte ja auch. Die Realeinkommen der Deutschen stagnierten bzw. sanken leicht. Auf Kosten der deutschen Arbeitnehmer erschlich sich so die deutsche Industrie einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den europäischen Nachbarn in Frankreich, Spanien und Italien. Das wiederum sorgte dafür, dass diese Leistungsbilanz Defizite aufwiesen und die Schulden dort immer weiter wuchsen. Das ist einer der Mitauslöser der Eurokrise gewesen, um es jetzt einmal ganz kurz zusammenzufassen.